Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Together SimCity. Ja, ich habe letztes Mal etwas abrupt dabei aufgehört, hier die Straßen ein bisschen aufzurüsten. Und ja, wie ich auch schon in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht wurde, muss ich hier ein bisschen umdenken. Denn wenn ich hier mal gucke, meine Kohle, mein einziges Kohlevorkommen wirklich liegt hier direkt unter meinem dicken Wohngebiet, wobei da oben ist noch eins, das könnte ich mir erstmal krallen. Bei Erz sieht das Ganze ein bisschen deutlicher aus. Ja. Und ich glaube, Öl war genauso. Na, Öl habe ich natürlich gar nicht. Natürlich. So, man sieht auch schon, unsere Stadt nimmt hier am Geschehen der Map teil. Es trudeln hier oben immer mehr Meldungen ein, dass hier irgendwelche Müllwagen zu mir pendeln und mir einen Teil des Mülls abnehmen. Was ist das denn hier? Aha. Das Geschäft läuft toll, ja. Ich wollte erstmal gucken, wie ich mein Wohngebiet ein bisschen umsiedeln kann. Kohle. Kohle gab es da oben. Ja, ich war natürlich im Überlegen, ob ich da ein kleines Wohngebiet hinsetze. Ich glaube vielleicht doch eher da oben. Ich könnte natürlich auch hier in den Wald erstmal was hinsetzen. Ich glaube, das mache ich erstmal. So, zoomen wir mal ein bisschen ran. Wie mache ich das am besten? Ziehe ich am besten mal hier was lang. So. Ziehen wir mal bis fast zum Ende durch. So, einen Bogen. So, dann wieder eine Gerade. Wie mache ich das denn am besten? Genau, ich glaube, ich werde da zwischendurch immer solche kleinen Linien dann machen. Das müsste eigentlich dann so funktionieren. Ich weiß, ich brauche eigentlich hier viel mehr Gewerbegebiete. Aber, wow. Meine Maus hackt irgendwie so ein bisschen, aber das ist ja nichts Neues. Moment. Habe ich die Straßen nicht... Ach. Ich kann hier noch weiter bauen. So. Naja gut, sieht jetzt nicht unbedingt extrem schön aus, aber das soll es auch nicht. So, hier kommen aber Wohngebiete erstmal hin. Mache ich das mal jetzt hier am besten mal hier so rein. Genau. Hier können sie sich erstmal auch noch ansiedeln. Da will ich eigentlich was freilassen für den Windpark. Da sollen sich erstmal ein paar neue Bürger ansiedeln. Ja. Industrie. Wo packe ich das hin? Ich glaube, ich... Genau, ich glaube, ich mache da oben noch so ein Industrieviertel. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Nein, Moment, so nicht. So, ist das da oben? Wieso kann ich die so nicht bauen? Weil das mit dem Gebäude nicht übereinstimmt hier so, oder? So. Ziehen wir aber bis ganz hinten durch das Ding. So, dann wollen wir mal sehen. Hier solche kleinen Dinger. Ich glaube, ich mache ja auch erstmal solche kleinen Dinger. Das funktioniert vielleicht ganz gut. So, machen wir es mal ein bisschen so.
wie die Straßen hier auch immer noch so ein bisschen buggy dargestellt werden, dass sie das noch nicht in den Griff gekriegt haben. So, passt das noch? Ja, ist die Straße jetzt angeschlossen oder nicht? Ja, jetzt. So, okay. Da kommt da auf jeden Fall Industrie hin. Könnt euch mal hier so in der Mitte überall ansiedeln. So. Okay, dann beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen. So, was brauche ich eigentlich? Oha, hier ist mir dick Stau am Gange. Was haben wir hier denn? Ich möchte gerne eine Wette mit Ihnen abschließen. Was halten Sie von 5200 Simoleons als Einsatz? Aha. Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 100 Sims in die Park zu holen, haben Sie den Auftrag erfüllt. Später, weil ich habe noch keine Parks. Das heißt, die Wette würde ich zwangsläufig verlieren. Oh, Feuerwehrleute aus Melbourne helfen freiwillig. Hammer nice. Ja, Parks. Da sollte ich mich vielleicht echt mal drum kümmern. Vielleicht so ein paar Naturdinger. Hier so ein Teich. Das ist doch was Schönes. Der kann doch bestimmt doch hier so in die Mitte, oder? Ohne, dass ich was abreißen muss. Ja. Ja, hier komm. Naja, hat jetzt mehr was vom Tümpel, aber okay. Raubüberfall im Gange. Ich habe doch schon eine Polizei, oder? Genau. So, dann will ich mal versuchen, was habt ihr denn jetzt hier für Probleme eigentlich? Kann es sein, dass meine Stadt langsam ein bisschen groß wird? Was haben wir denn hier? Ich könnte hier mal eine neue Garage bauen für die. Hier, komm. Gönnen wir uns das doch mal. Ihr kriegt doch hier so einen komischen Turm, damit ihr auch immer schon rechtzeitig da seid. Löschfahrzeuge 2. Okay, ja, das läuft ja. So, dann kann die Polizei eigentlich auch noch ein kleines Upgrade vertragen. Zwei Streifenwagen ist zwar schön und gut, aber na, da geht doch noch was. Oh, Gefängnis, der sollte ich vielleicht mal bauen. Das ist das Obergeschoss, okay. Gefängnis, wo kann ich das denn hinbauen? Baue ich das hier hinten so dran? Da so an die Seite? Ich glaube, ich baue das lieber so hier hinten so dran irgendwie. So. Und natürlich ein bisschen besser ausgestattet. Das tut auch mal gut. So. Sims, das wird nicht ausreichen, das kann ich so schon sagen. Patientenflügel. Krankenwagen stellt, was tue ich das denn hin? Na, da passt schon. Und ein Patientenflügel könnte auch haben. So. Rüsten wir mal ein bisschen auf. So, Industrie läuft. Gut. Das Wohngebiet läuft auch. Ja, sehr gut. Was willst du schon wieder her? Ein Busbahnhof. Ich habe doch gesagt, später. Mann, bleibt doch mal easy hier. So, ich wollte ein paar mehr Parks hier hinbauen. Schlängelwegpark. Ja, sieht der gut aus. Dafür müsste jetzt zwar ein Haus geopfert werden, aber ich glaube, dass
Das wird sich schon lohnen. Tun wir doch immer so ein Ding hin. So, zack. Oh. Ja. Kann man anbieten, würde ich sagen. Brandschiff aus Melbourne. Na komm du mal her, du Lutscher. So. Was haben wir denn hier so an klassischen Dingen? Zaun und Brunnenplatz. So, dann wäre jetzt ja dieser Ring hier dran so ein bisschen. Hm, das würde ich gerne hier so auf die Ecke tun. Die zwei Häuser, die draufgehen, naja, machst du nix. Zack. Ja, nice. So, okay. Okay, das Verkehrschaos hält sich noch in Grenzen. Dann würde ich hier auf die untere Ecke gerne noch was hinsetzen. Was haben wir denn hier bei Plaza so? Plaza mit Brunnen? Öffentlicher Tennisplatz, ne, der ist doch viel zu groß. Ein Volleyballfeld, warum nicht? Ja, es wird sofort zwei Häuser nehmen hier. Das hat natürlich schon einen großen Umkreis. Ach komm, hier ein Volleyballfeld, warum nicht? Ja, mal gucken. Vielleicht können wir hier mal den ein oder anderen meiner Partie zugucken. Ach genau, das war der Kinderspielplatz. Ach du Scheiße. Okay. So, dann kümmern wir uns mal hier ein bisschen ums Industriegebiet wieder. So, ziehen wir die Scheiße mal bis ganz nach oben hier. So. So, dann wollen wir mal gucken, ja. Die Industrienachfrage ist ja immer noch sehr gigantisch. So. Ach, ja. So, dann kommt hier mal wieder das Wohnen wieder ein bisschen dran. Mit den komischen Schlängelinien kann ich hier echt noch Straße ziehen? Ja, da muss das Haus dran glauben. Naja, machst du nix. So. Machen wir das mal bis hier. Und dann mal gucken, komme ich da so dran? Jein. Okay, hier ein bisschen wieder gerade. So. Okay, das ist ein bisschen groß. Moment. Ja, hier komm, mach mal so ein schräges Ding. Passt schon. Ach du Scheiße, na hier ist jetzt bitte überhaupt nicht Stau oder so. Ich glaube, es sollte echt mal die Straßen aufpippen. So. Ich hatte, glaube ich, auf mittlerer Dichte soweit aufgebaut. Wow, okay. So, du. So, und dann noch du. Alter, was ist hier denn los? Wird jetzt erstmal dick rumgeballert. Moment. Alter, wieso ist das hier rot? Okay, die Nachfrage nach Wohngebieten ist voll. Die Nachfrage nach Industrie ist fast voll. Gewerbe wird nicht so gut nachgefragt. Ja, noch mehr Leute. Wo soll ich denn hier alle unterbringen? Ja, leg mich am Arsch. Okay, das ist auch wieder alles komplett voll. Alter Vater. So, wie weit kann ich denn hier hochgehen? Okay, machen wir erstmal so. Dann kann hier noch ein bisschen Industrie hin.
Okay, da passen sie nicht mehr ganz hin, aber scheiß drauf. Na, können sich da noch welche ansiedeln. Hier ist Dickstau, okay. Die Klassenzimmer sind randvoll. Ja, mach ich. Ist ja gut. Mann, Mann, Mann. Was brauchen sie denn? Ein Klassenzimmer. Okay, hier, komm. Kannst du haben. Ein Schulbus wäre vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Gebe ich auch mal ein. So, Quest erfüllt. Hier was hinzusetzen in die Kuhle macht jetzt nicht wirklich Sinn. Ich versuche mal, ob ich da oben noch was hinquetschen kann. Vielleicht so bis hier? Geht das? Ja, da können wir mal so ein richtig dickes Ding hinsetzen. Ja, zack. So. Oh, kommen da schon richtige Wohnblocks. Sogar ein Betonmischer. Können wir da in die Mitte eigentlich noch irgendwas Kleines hinsetzen oder so? Hier so ein Mini-Asphaltpark. Ach nee, stimmt, man kann hier im neuesten Teil nur noch an die Straßen was hinsetzen. Da fällt mir das ein, wegen der Schule. Ich muss ja noch neue Bushaltestellen setzen. So, tun wir mal hier so welche hin, an die Innenseiten. So. Zaun mit Bodenplatz. Die hier oben könnten eigentlich auch noch was vertragen. Ich weiß auch schon genau was. Die kriegen erstmal mittelgroßer Skaterpark. Nee. Fußballplatz? Nein, ich dachte eher an was anderes. Ach du Scheiße. Gibt's hier nicht so einen Basketballplatz? Genau, an sowas dachte ich. Wo kann der denn hin? Der sollte natürlich am besten schon so hier hin. Ah, da wird er gleich drei Häuser schlucken. Hier zwei. Ja, kann ich nur ein bisschen rauszoomen. Ja, hier wird er auch drei schlucken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hier zwei. Ich glaube, dann setze ich den da hin. Mal gucken. Sieht der noch ordentlich aus? Ja, bis auf das bisschen falsch animierte sieht das ganz ordentlich aus. So, hier könnte noch was hin, damit die sich so ein bisschen entwickeln. Park mit geraden Faden. Könnte ich da hinsetzen? Oder mal gucken. Ich glaube so hier. Naja. Okay, ich würde da nicht reingehen, aber ist auch nicht mein Park. So, 4000 Einwohner. Sehr gut. Wie sieht es mit Strom aus? Oha. Oha. Strom wird langsam eng. Ne, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen. Muss ich erstmal den Weg sowieso ein bisschen weiter bauen. Kleine Windturbine, große. Was haben wir noch? Wow, eine vertikale Windturbine. Moment, haben wir hier so eine kleine oder so eine große stehen? Wollen wir mal gucken. Das ist eine kleine. Wie sieht denn die große aus? Wow. Okay. Na, dann bauen wir erstmal die kleinen. So. Ja, mal gucken. Die muss ich natürlich jetzt erstmal so ein bisschen ausrichten. Wasser ist noch mehr als genug. Ja.
Was muss ich denn erreichen? 5000 Einwohner, okay. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Die Nachfrage nach beiden ist immer noch da. Industriegebiete, oh mein Gott, ey. Brauche ich immer gerade noch so einen Klotz hin. So, könnte ich denn noch weitere Wohngebiete hinsetzen? Eigentlich nur noch hier so am Rand erstmal. Das ist jetzt zwar nicht so mega geil, aber mir fällt jetzt gerade echt nichts anderes ein. Hä? Muss ich das so schräg setzen? Kann ich das nicht gerade machen? Na, ich will das. Ist doch, hä? Ja, so ein bisschen nach hier. Genau. Ja, so von mir aus. Es ist jetzt zwar hier so ein kleiner Knick drin, aber naja. So, lol. Hallo? So. Machen wir das immer so ein bisschen schräg. So, zack, 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 zack und zack. Lol. Es wäre schlau, wenn ich das Stück hier jetzt eigentlich noch mit der Autobahn verbinden würde, wenn das irgendwie geht. Ja, hier so eine Abfahrt noch mit reinmachen. Genau, dann wird der Teil hier so ein bisschen entlastet. So. So, was ich jetzt nicht mehr so genau weiß, wie war das mal mit den Spezialisierungen? Kultur, ach, das war dieser... Nee, war das dieser allgemeine Bereich? Kultur? Ich muss auch noch so ein bisschen gucken. Kultur, was kann man hier so bauen? Mhm, den Kölner Dom. Okay. Konnte man hier nicht auch so ein Museum bauen oder so? Das sind ja alles diese, ne, Wahrzeichen, Stadien, Andacht. Kultstätte Kirche, verfügbar gratis. Ach, gratis? Naja, bei so gratis gedünnt sage ich eigentlich jetzt nicht so, nein. Könnte ich den hinsetzen? Uiuiui, passt die hier noch hin? Nehmen die Polizeidingsbums? Ja. Kann ich die ja noch weit genug ausbauen? Ich glaube schon. Da packen wir noch mal eine Kirche hin. Sieht die noch aus? Ja, die macht schon so ein bisschen was her. So ein bisschen. So. Jetzt haben wir noch eine Moschee. Aha. Ein moderner Tempel. Okay. Kultstätte Tempel. Ach, die asiatische Form. Oh, das Ding will ich natürlich auch noch irgendwo hinsetzen. So. Erstmal noch so einen modernen Tempel. Wo könnte ich den denn hinsetzen? Ich glaube so hier neben wäre geil. So, moderner Tempel. Passt genau dahin. Zack. Ja. Okay. Hat so ein bisschen was von dem Scientology-Gebäude. So, und das asiatische Ding. Das will ich auch noch irgendwo hinbauen. Hm, vielleicht hier oben so am Rande des Industriegebiets. Ich habe jetzt echt keinen Platz irgendwo anders. Da, ja, dann müsste es eigentlich da oben hin. Mal gucken, passt das hier so hin?
Vielleicht noch ein bisschen weiter versetzt, dass die Häuser sich auch noch entwickeln können. Oh, zack. Das Ding sieht doch geil aus. Das Ding gefällt mir. Ein so ein Ding kann ich noch bauen. Ja, da will ich doch mal sagen, baue ich als letztes noch die Moschee. Dann habe ich von jedem eins gebaut, ne? Genau, hier die normale Kirche, so moderner Tempel. Für die asiatischen Freunde fehlt noch die Moschee. Wo baue ich die denn hin? Vielleicht hier so irgendwie in der Mitte? Warum nicht? Ist ja gratis. Na, oder hier so hin? Ja, komm. Passt. Ja. Hat so was Aladdin-mäßiges, falls ihr mal die Serie kennt, was mit Sicherheit der Fall ist. So, wie sieht das hier? Oh. Hat sich schon richtig was entwickelt. So, wie war das nochmal mit Kohlevorkommen? Hier oben war doch noch ein Kohlevorkommen. Das könnte ich ja erstmal anzapfen. Kohle, oder? Ja, genau, da ist ein schön großes Kohlevorkommen. So, wie mache ich das am besten? Wie kommt der Blub da dran? Erstmal zieht der Blub die Straße weiter. So. Dann muss ich mal hier so ein bisschen runter. Wie weit muss ich denn genau? Moment, kann ich das Feld offen lassen? Ja, sehr gut. Ich müsste dann so ungefähr bis hier. Hier ist so die Grenze. Okay, dann markiere ich mir das schon mal. Mit meinen Finanzen sieht das echt gut aus. 66.000 kann ich eigentlich schon zurückzahlen, oder? Hier, komm. Ja, hier, komm, ich zahle das ab. Ich hab's ja. So. Okay, noch alles safe soweit. Wie sieht das mit meinen Mülltonnen aus? Ach du Scheiße. 60 von 565 werden geleert. Okay, das ist schlecht. Ah, Kapazität geht noch. Okay, ich brauche definitiv mehr Müllwagen. So. Okay, mal gucken, ob die jetzt hinterherkommen. Wie mache ich das mit dem Kohle-Ding? Ich versuche mich da ja ein bisschen vorzudrücken. Was blinkt hier eigentlich so? Ach so, ich kann meine Nachbarstädte, den kann ich so ein bisschen helfen. Ich könnte ja eigentlich mal anfangen. Ich meine, so eine Grundschule ist ja schön und gut, aber naja, die Kinder sollen ja später auch mal ein bisschen mehr in die Rübe kriegen. Ich glaube, ich baue mal so ein Gymnasium. Ich kann es mir leisten. So eine allgemeine Hochschule und Uni, daran denke ich jetzt mal lieber nicht, aber so ein Gymnasium wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, wo kann ich das denn hinbauen? Am besten so hier. Obwohl mitten ins Industriefeld ist eigentlich voll scheiße. Moment. Komm, ich baue jetzt ein Gymnasium. Ich ziehe hier erstmal so eine Straße hoch. Ja, gibt's so ein Namengebäude, ganz ehrlich. So. Ah, cool, ich habe den Quest da erfüllt. So, das Gymnasium. Bam.
Das haut mir zwar ein leichtes finanzielles Loch rein, aber okay. Erstmal kriegt ihr wieder eure geile Fahne. So, eine Turnhalle, okay. Ein Klassenzimmer. Na, erstmal kriegt ihr ja einen zweiten Bus. Ein Klassenzimmer wäre gar nicht mal so verkehrt. So, eine Turnhalle. Ach du Scheiße. Na komm, wir haben es ja. Bauen wir noch eine fette Turnhalle hin. Bildung ist teuer, ja, ich weiß. So, wie viele Schulbusse habt ihr? Ihr habt 4 Schulbusse? Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt auch 4. Okay. Ach, ganz ehrlich, du mit deinem dämlichen Shuttlebus-Depot gehst mir richtig auf die Eier. So, der Strom wird wieder eng, sehr gut. Da beug ich gleich mal vor. Kleines Windrad, go! So. Allgemeine Hochschule. Boah, 42.000, na, nicht schlecht. Die Leute wollen immer noch mehr Industrie. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wie viel wollen die denn noch? So. Könnt ihr euch da noch so ein bisschen ansiedeln? Hier müsste ich eigentlich auch mal was mit Parks oder so machen. Irgendwas Kleines oder so. Was haben wir hier noch? Spielplatz mit Gärten. Asphaltplatz. Ja, hier komm, ich krieg das mal so einen blöden, billigen Asphaltplatz. Tue ich euch mal hier so hin. Hier stört es ja keinen. Zack. So. Ist hässlich, aber für den Anfang reicht's. So. Oh, was haben wir hier denn? Eine städtische Grünfläche. Ist die groß? Oh ja. Ja, vielleicht nicht so was ganz Großes. Skulpturgarten. Das gefällt mir doch. Das setzen wir mal... Wo setzen wir das denn mal hin? Ich würde sagen, hier so, oder? Ja. Wie sehen denn die Skulpturen aus? Scheiße. Okay. So, wie sieht's aus? Oh, Upgrade. Upgrade genehmigt, okay. Ja, hier, dann mach mal. Bäm, Feuerwerk. Ich habe die 5000 Einwohner geknackt. Also hatte ich eben wohl kurzzeitig. Ich habe jetzt eben nicht drauf geachtet. Aber ich habe sie wohl geknackt. Ja, Level 2, 15.000 Einwohner. Wie soll ich denn da hinkommen? Oha, warte, Wasser wird knapp. Oh, oh, oh. Grundwasser, Grundwasser, Grundwasser. Nee, Bodenverschmutzung. Da, Grundwasser. Ja, direkt daneben kann noch einer. Passt da noch einer hin? Ja, komm, du musst das jetzt machen, Tom. Du musst das jetzt machen. So. Und ich glaube, an dieser Stelle mache ich eine klitzekleine Aufnahmepause. Okay, vielleicht eine etwas längere. Naja, haut rein, Leute. Mal gucken, wie es hier weitergeht. In der nächsten Folge werde ich mal, denke ich, dieses Kohlevorkommen mal erschließen. Naja, haut rein. Bis dann. Ciao.